Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, Leute. Bei mir ist zumindest guten Abend. Vielleicht euch beide guten Tag. Was geht ab? Was macht ihr so? Eine neue Folge mit SMN Gaming und Samirohi. Ich werde heute mit euch wohin gehen. Aber erstmal werde ich so eine kleine Mission machen. Und zwar ist mein Ziel heute mit euch Emmett Granger. Das war einer der Cowboys, die wir jagen sollen, befragen sollen. Also werden wir da hingehen und mal gucken gleich, was da geht. Vorher gehen wir zu den Fragezeichen. Da ist eine fremde Person. Ich weiß leider nicht, was da abgeht. Für mich ist die Musik ein bisschen zu laut. Ich versuche das mal jetzt ein bisschen einzustellen, ob wir das leiser machen können. Anzeige Audio. So, Gesamtlautstärke. Ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist dann noch angenehmer für euch zu hören. Oder? Ja, das hört sich besser an. Bum, 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 bum. Da, ich glaube, ich... Verliere. Ah, ja, die Universität hat mich geschickt. Did, they can get lost. I have never been so insulted Quatsch, nein, in Quatsch. All my life. Really, laughed at. Balderdash. Bin ich von der Universität, alles gut. Ich bin auch kein Spion, alles gut. Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. What are you doing? I am the leading amateur paleontologist in the nation and not one university will hire me because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state Überall. Was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalisaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Alles klar, natürlich helfen wir. Listen, if you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Das hört sich doch gut an. And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Ja, Madame Deborah. So, also, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, so eine Mission zu machen. Und zwar 30 Saurierknochen zu finden. Das war weit weg. Schicke alle Ortsangaben an Deborah McGinnis. Halte dir deine Belohnung bei Deborah. Hole deine Belohnung ab. So. Das heißt, irgendwo im Spiel gibt es noch ganz viele Dinosaurierknochen. Insgesamt gibt es sogar 30 Stück. Ja. Vielleicht finden wir die irgendwann. Vielleicht auch nicht. Es ist gar nicht so einfach. Ah, ein Pferd. Ah, ist das gut? Na, ist voll weit weg, ey. Was soll das? Ja, es gibt freilaufende Pferde hier. Das ist eigentlich ganz schön. Weil man kann die fangen. Sein Morgan. Ey, das ist mein Papa. Papa Morgan, den fangen wir jetzt. So. Ja, wir fangen sich. So. Beruhigen, hopp, hopp. Entspann dich, Bro, Bro, Bro Morgan, ihr müsst aber heißen gleich mit Nachnamen. Komm, komm, komm. Und aussatteln, komm. Ja, jetzt dürfen wir nicht runterfallen. Komm, entspann dich, Bruder. Ja, gleich hab ich dich, gleich hab ich dich, ja. Okay, wir müssen jetzt Freunde sein. So, wir holen unser Pferd. Und wir reiten jetzt weiter. Und zwar gehen wir jetzt
zu Emmett Granger. Ich schaue noch mal schnell auf die Karte. Wo ist denn der Typi? Hier unten. Alles klar. Ich glaube, Emmett Granger war dieser Schweinehirt. Ich habe jetzt keine Lust noch mal nachzulesen, aber ich glaube, das war der Schweinehirt. Oh. Ja, hier sind irgendwo Leute, die helfen. Entspann dich. Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You've done me a service. Hey, okay, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Alles klar, danke schön. Das heißt, er erlaubt mir, das auszunehmen. Habe ich kein Problem mit. Wir nehmen erstmal aber auch die O'Driscolls auf und er hat sogar Revolver. Vielleicht können wir die Waffen noch einsammeln. So. So, zerschlagen wir das Schloss. Was finden wir? Revolver-Munition. Können wir auch ein bisschen Geld. Okay, Dosen, das ist jetzt nicht wirklich ein richtiger Raub, aber gut. Wieso? Was macht er da? Er drückt Viereck. Ah. Okay. Wir müssen ihn wegtragen, der nervt uns. Und hopp. Boah, wenn wir Alligatoren sehen, schmeißen wir die zu den Alligatoren. Das ist auch immer ganz cool. Okay, irgendwie geht das nicht. Wir plündern den. Hier ist irgendwie nichts zu holen. Oh ne. Oh, stopp, stopp. Ich will da gar nicht hoch. Wir können die aber untersuchen und losschneiden. Ah, wir befreien die Pferde, oder? Kann ich das machen? Ne, geht irgendwie nicht. Wieso auch immer. Doch, jetzt. Oh oh. Oh oh, das kann sein, dass er uns verpetzt. Ich wusste es. Okay, jetzt bin ich schuld. Jetzt muss ich den Typen fangen. Ja, ist immer doof, wenn man an Unfallorten steht. So, hör auf, jetzt fangen wir ihn. So, wir fesseln ihn jetzt. So. Sagst du noch etwas? Undo these ropes now. To hell with you. So, mal gucken. Klar, schneid ihn jetzt los. Mal sehen, ob er noch was machen will. Ich glaube, er verpetzt uns nicht mehr. Er hat seine Lektion gelernt. So, jetzt kommen wir endlich zu Emmett Granger nach 10 Jahren gefühlt. Sorry, Leute. Manchmal ist das halt so im Spiel, du kommst halt nicht zu dem, was du machen willst. Bei der nächsten Mission, in der nächsten Folge, werde ich mit Flaco Hernandez fortsetzen. Ist eine richtig coole Mission oben im Eis. Vielleicht finde ich auch vorher das weiße Pferd und werde dann halt die Mission, das Video beginnen. Ja, und der Weg dahin ist halt ein bisschen langweilig, ein bisschen länger, deswegen werde ich das nicht aufnehmen. Nur, dass du Bescheid wirst. Also, in der nächsten Folge werden wir Flaco Hernandez jagen und befragen natürlich. So, wir haben jetzt Verbundenheit. Jetzt sind wir verbunden mit Morgan. Okay, es ist ein Girl, also, ja, Frau Morgan. Stella nennen wir sie. So, okay. Suchen wir den Emmett. So.
Okay, hey, bleib mal stehen. Kann nicht sein, dass er stehen bleiben. Zwei. Okay, kann ich nicht. Egal. Schweine. Das ist nicht einmal befragen. So. Hey du. Was willst du? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were. You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you would get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. Okay. You keep your hands clean? I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Alles klar. Pick up the fork and get to work. Das war aus was. I'm gonna do this for you, but I don't like you. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children too. Animals. I even killed rocks. And okay. I killed er ist auf jeden Fall ein böser Junge. Okay, er hört sich an wie so ein Arschloch. Also wer Kinder und so tötet, der ist auf jeden Fall ein Böser. Der ist auf meiner Blacklist. Den werden wir später ausrauben. Yeah, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. By a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. Okay, I mag meine Wurst. Der Lauch. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me that. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer. Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, hey, you don't hit no man of peace, no government witness. Der Lauch, hab ich doch gesagt. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Na, alles klar. Bringe das Dynamit an das Düngerlager. Ja, machen wir gerne. You walk away right now. So, platzieren wir das Dynamit hier. Okay, wir sollten weglaufen. Ne, große Klappe, nichts dahinter. No. No. Hinterm Baum verstecken, no. Das ist. You did not. No. Das ist ja voll mit Gülle Gülle. Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw. It's gonna be the last thing you do.
Okay. Okay. Muss eine Nahaufnahme von ihm machen. Ich hab doch gesagt, er ist ein schlechter Mensch. Wir müssen ihn umbringen. Okay, jetzt nochmal mit Kamera aufnehmen. So. Okay, müssen wir weiter weggehen. Handmodus. Ach Mensch. Das ist immer gar nicht so einfach, die alten Kameras zu benutzen. Sind nicht so wie unsere Handys jetzt heutzutage. Ich muss da näher ran. So, perfekt. Eine rote Medaille haben wir bekommen. Was war die Aufgabe? Gar nichts, einfach ihn zu töten. Okay. Oh, wir nehmen seinen Revolver, der ist gut. Wir plündern ihn. Braucht das ja jetzt nicht mehr. Mal schauen, was er hier im Haus hat. Gar nicht viel. Naja. Ah, Repetierkarabiner haben wir. Nachttisch. Mal Lucky Lucky. Okay, er hat nichts. Wir werden ihn. Ah, wir wissen, was wir machen. Wir heben ihn auf. Kann ich ihn aufheben? Ey, der liegt da einfach nur. Ich wollte ihn aufheben und uns den Schwein bringen, aber. Jo, geht nicht. Geht nix. Wir könnten seine Schweine jetzt töten. Na egal. Die armen Tiere. So. Ich werde jetzt das Pferd hier zum Stall bringen. Und den Rest spare ich euch, das Rumgereite. Manchmal ist das schön, manchmal auch nicht. Muss aber nicht immer sein. Okay. Ihr habt fleißig zugehört wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Und hiermit noch als letztes schöne Grüße an Squeezy. Hiermit wird er auch hier verlinkt. Er ist richtiger Ehrenmann. Er mag auch meine Nachos. Mein Nacho-Rezept. So, ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal in einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2 mit mir, Samiro Heat und SMN Gaming. Und tschüss, tschüss. Okay, auf der anderen Seite. Goodbye.